Hundefutter oder lebendige Fische essen, sich mit Alkohol vollgesogene Tampons in die Nase stecken oder in kürzester Zeit literweise Bier trinken bis zum totalen Blackout. Und das nur, weil man als junger Student an der Uni dazugehören will. Auf der ganzen Welt gibt es bizarre Aufnahmerituale an Universitäten, die man teils wirklich nur noch als grenzüberschreitend beschreiben kann. Manchmal kommt es dabei auch zu Unfällen oder sogar zu Todesfällen. Trotzdem sind solche Mutproben nach wie vor beliebt. Vor allem bei schlagenden studentischen Verbindungen haben sie eine lange Tradition. Mein Gast ist der Coach und Koordinator für Geflüchtete, Stefan Peters. Und auch er war während seines Studiums in Marburg selbst aktiv in einer katholischen Studentenverbindung, hat sich auch in seiner Doktorarbeit mit Verbindungen und ihren Ritualen auseinandergesetzt. Herr Peters, wie war das denn bei Ihnen? Wie sind Sie damals getauft worden? Das war vermeintlich harmloser als das, was ich gerade gehört habe. Die Taufrituale gibt es, aber die sind, je nachdem, bei welcher Studentenverbindung das stattfindet, sind sie sehr unterschiedlich. Also von daher, es gibt schon sowas wie, man stellt sich in eine Wanne, hat nur auch eine Unterhose an, wird mit Bier besprüht und anschließend wird das Bier nochmal über den Kopf gegossen, dann steigt man aus dieser Wanne aus und der ganze Inhalt dieser Wanne wird über einen gestülpt und so weiter. Und dann kriegt man gegebenenfalls eine Taufurkunde auf die Brust geklatscht, gegebenenfalls noch verziert mit einer Haarlocke. Also das ist das, was ich erlebt habe. Ja, aber es gibt sicherlich halt auch andere Rituale, die auch durchaus bekannt sind. Wie haben Sie sich denn damals gefühlt? Ja, das lässt man über sich ergehen und hinterher wird gefeiert, sagen wir es mal so. Aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich jetzt Unmengen hätte trinken müssen oder mit Alkohol getränkte Tampons in die Nase schieben musste. Also das jetzt nicht. In einem Blog-Eintrag haben Sie auch mal geschrieben, dass Sie die kuriosen Riten am Anfang sogar ganz cool fanden. Was ist daran denn so faszinierend? Also jetzt nicht das Taufritual. Also cool an den Riten, da gibt es ja ganz viele. Die dienen ja normalerweise dazu, die Gemeinschaft zu formen und das relativ festzumachen. Dazu gehört auch dieses Taufritual. Also so gesehen sagt man sich dann, das mache ich jetzt halt mit und hinterher bin ich dann Teil des Ganzen. Und beim Taufritual ist es eigentlich offensichtlich und oftmals auch so, dass die Neuen, also die Füchse und so weiter, wenn sie das dann machen, auch eine Art Eintrittskarte bekommen, vielleicht auch neue Namen, also sie gehören dann zu der Gemeinschaft und so weiter. Das ist das, was dahinter steckt und das hat eine gewisse Faszination, wenn man so möchte. Also von daher vereint das die Leute eher und dient der Gemeinschaftsbildung. Was mussten Sie und Ihre Kommilitonen denn noch alles tun, um von Ihren Brüdern in der Verbindung sozusagen akzeptiert zu werden? Also welche Regeln gab es da, Riten und was für Hierarchien vielleicht auch? Ui, ein weites Feld. Also in der Verbindung, in der ich selber war, ist eine katholische Studentenverbindung gewesen, also eine nicht schlagende Verbindung. Die hat aber auch sehr viele Riten, unter anderem halt eine Kneippfeierei, die ist auch durchhierarchisiert, wer da was, wann, wie, wo zu sagen hat, wer wem Befehle erteilen darf, wo man sitzt und so weiter. Also im Grunde genommen haben diese Studentenverbindungen oder nutzen diese Rituale, um genau diese Hierarchien oder wenn man so will, ein Befehl- und Gehorsamsystem zu installieren, was jetzt nicht irgendwie per Buch beigebracht wird, sondern eben über viele Rituale oder teilweise auch spielerisch. Was macht denn den Reiz aus, all das über sich ergehen zu lassen? Also was ist der Vorteil daran letztendlich? Ein Teil ist sicherlich, oder ein Grund ist sicherlich halt die Gemeinschaft, die dahinter steckt. Also man möchte Teil dieser, ich nenne es jetzt mal so, Männergemeinschaft sein, weil das, sagen Sie mal so, in dem Denken einer Kooperation ja das Höchste ist, was es gibt, nämlich diese Gemeinschaft. Und auf der anderen Seite bekomme ich natürlich auch eine Art Eintrittskarte in das Netzwerk. Also mir wird auch was geboten dafür, inklusive natürlich ein gesundes Maß, was durch die Gemeinschaftsformung existiert. Sowas wie Geborgenheit, also dass man sich sicher fühlen kann in einer vermeintlich feindlich und unruhigen Welt, die drumherum ist. Und das macht natürlich schon, ja, ist ein Gegenwert, den ich bekomme, wo man dann durchaus überlegen kann, oh gut, okay, ich lasse mich darauf ein, dann ist das vorbei, dann bin ich Teil des Ganzen halt und kann mich dann dementsprechend dort halt auch bewegen. Aber es hat natürlich auch einen Preis. Ne? Und der Preis liegt darin, dass ich solche Dinge eben mitmachen muss, ist auch klar. Und innerhalb dieses Hierarchiegefälles aufsteigen kann, aber auf der anderen Seite diese Hierarchie auch umsetzen muss. Das heißt, diesem Befehl- und Gehorsamsystem nicht, wenn man so möchte, halt unterwerfen muss zu Kosten des Individuellen. Was ist denn, wenn ich das nicht mache? Also wenn ich den Befehlen nicht folge? Ja, dann sind sie draußen. Ganz einfach. Also wer sich dieser Hierarchie nicht fügen will als solches, der will sich der Gemeinschaft nicht fügen, wenn man das nicht möchte, dann kann ich nicht Teil dieser Gemeinschaft werden. Woher kommen denn diese ganzen Bräuche?
Woher kommen die? Also die Studentenverbindung in der modernen Art, wie wir sie heute haben, wenn man das modern nennen darf eigentlich, ne? Weil das Denken ist ja nicht modern, die sind in etwa 200 Jahre alt. Das heißt, wir bewegen uns natürlich auch in Zeiten, die jetzt mit unserem Staatssystem als solches nichts zu tun haben. Aber sehr wohl hat was mit einem autoritären Denken, also nach oben buckeln, nach unten treten, was natürlich dann zu Zeiten von Wilhelm II. Und so weiter noch am deutlichsten ausgeprägt war. Dann kam der Nationalsozialismus, die konservative BRD und so weiter, wo solche Werte auch noch gefragt waren. Das ist natürlich dann, wenn ich eine offenere Gesellschaft haben möchte oder eine gleichwertige, gleichberechtigte Gesellschaft von allen Mitgliedern, die sich dort tummeln, dann hat dieses Denken dort nichts zu suchen, weswegen man ja auch Kooperationen zu Recht kritisieren kann heutzutage, dass sie eigentlich ein Denken pflegen, was man in einer modernen Gesellschaft nicht haben möchte. Auch nicht zukunftsfähig ist in meinen Augen. In schlagenden Verbindungen gehört ja auch heute noch manchmal das Fechten, die sogenannte Mensur dazu. Wie zeitgemäß und wie gefährlich ist das eigentlich? Also gefährlich ist es, um damit anzufangen, eher nicht. Es ist aber auch keine Mutprobe, wie von einigen behauptet wird. Also das steckt noch mehr dahinter. Von der Gefährlichkeit her, es können Schnittverletzungen passieren. Ein Arzt ist in der Regel immer dabei, also dass das gleich auch versorgt werden kann. Tödliche Verletzungen hat es lange nicht gegeben. Es hat immer mal mit einer schwereren Waffe in Österreich mal einen Vorfall gegeben. Also ein, ne, aber jetzt hier in der Bundesrepublik Deutschland wüsste ich nicht, dass da irgendwer an einer Mensur hat in den letzten 50, 70 Jahren gestorben wäre. Das gibt es also in der Form nicht, beziehungsweise nicht mehr. Was aber dahinter steckt, ist natürlich auch eine Erziehung. Ich kann im Grunde während dieses Rituals, und Mensur ist ja auch ein Ritual, eigentlich nur dann bestehen, wenn ich dieses Regelwerk, also wieder mal etwas, was von außen, von der Gemeinschaft gefordert wird, komplett unterwerfe, inklusive halt meiner natürlich gegebenen Reflexe. Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, diese Hiebwaffe rauscht auf einen runter und ich würde den Kopf wegziehen, werde ich disqualifiziert, weil ich dann halt eben es nicht geschafft habe, meinen Kopf hinzuhalten und eben für die Gemeinschaft halt einzutreten, sondern meinem naturell gefolgt, in meinem individuellen, wenn man so möchte, um mich dem dann, also diesen drohenden Schlag dann zu entziehen. Das ist dann natürlich nicht gewollt. Also so gesehen ist die Mensur schon ein heftig ausgeprägtes Erziehungsmittel, aber eben wieder unter dem politischen Vorzeichen, da geht es um Befehl, Gehorsam, Unterwerfung und letztendlich ja eine Formung eines Habitus ohne Mitleid, wenn man so möchte, für den Charakter. Das hat ja auch gewisse Auswirkungen für später. Es gibt ja auch sogenannte Studententaufen außerhalb von Verbindungen, also bei vielen Universitäten, vielen Studiengängen wird das gemacht am Anfang des Semesters. Und für viele ist das einfach ein großer Spaß oder auch eine Mutprobe. In Belgien ist dabei vor wenigen Tagen ein junger Mann gestorben. Und bei einer weiteren, tatsächlich von einer belgischen Verbindung organisierten Taufe, sollen Verbindungsmitglieder einen Neuling regelrecht gefoltert haben. Der ist danach auch im Krankenhaus gestorben. Was denken Sie, wenn Sie sowas hören? Das ist dann nicht gut gelaufen. Also ich glaube auch nicht, dass es eigentlich ein Sinn und Zweck der Übung ist. Also verboten sind hier in Belgien, ähnlich wie die Bizutage, so nennt sich das Ding in Frankreich. Und diese Taufrituale, wenn sie solche Ausmaße annehmen, werden zu Recht eigentlich auch untersagt, auch vom Staat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, je nachdem, welche Gemeinschaft das ist, dass das vielleicht auch so geplant war. Es gibt heftige Rituale, das ja. Aber dass derjenige jetzt gefoltert worden wäre, das müsste man tatsächlich mal konkret recherchieren, ob das wirklich so war. Und dann natürlich die Gemeinschaft gehörig in Frage stellen. Die Rituale in Deutschland sind nicht so heftig, aber es kann auch durchaus bis zum Erbrechen und Umfallen gehen. Und wenn ich dann halt dementsprechend zu viel Alkohol getrunken habe, kann natürlich auch dann sein, dass ich dann im Delirium bin und gegebenenfalls medizinische Konsequenzen zu tragen habe. Kommt aber in der Regel nicht so häufig vor. Und dass einer stirbt hat, wüsste ich jetzt für Deutschland jedenfalls nicht. Also die Verbindung in Belgien, um die es da zum Beispiel geht, die ist mittlerweile auch wirklich aufgelöst worden und verboten worden. Finden Sie denn, dass man solche Rituale generell ganz verbieten sollte oder sie irgendwie stärker kontrollieren muss? Ja, das ist eigentlich eine hypothetische Frage, weil das werden wir nicht können. Also selbst wenn der Staat es wollte, das stärker zu kontrollieren, ist ja die Frage, wie. Und in der Regel, rein juristisch gesehen, wenn die Leute halt das machen, ist es ja wie eine Körperverletzung mit Einwilligung, ähnlich wie bei der Mensur. Sie wissen, dass sie sich auf ein Ritual einlassen und geben mehr oder weniger ihr Einverständnis dazu. Und dann, wenn dann was passiert, ist man eigentlich aus der Haftung raus. Also es macht es halt relativ schwierig, gegen solche Rituale vorzugehen. Nicht umsonst ist die Mensur ja auch straffrei. Da könnte man natürlich auch überlegen, warum ist das so? Da werden Leute verletzt, ne? Das kann eigentlich nicht angehen.
Aber wie gesagt, juristisch gesehen ist das immer noch ein bisschen anders. Und so gesehen sehe ich den Kontrollbedarf nicht, sehr wohl aber mit politischen Vorzeichen, dass man die Bünde selber halt gut kontrolliert, beziehungsweise versucht zu kontrollieren, dass diese Rituale dort nicht überhand nehmen. Hatten Sie denn das Gefühl damals bei Ihnen, dass man da eventuell auch aus einer Situation aussteigen kann, wenn man mal drin ist? Also wenn Sie gerade sagen, eigentlich gibt man das Einverständnis zu diesem Ritual, kann man in dem Moment, wenn es einem dabei schlecht geht, sagen, stopp, ich will das nicht mehr, ich will hier jetzt raus? Jein. Also natürlich könnte man das rein theoretisch halt. Ne? Wenn das Ritual einmal läuft, also ähnlich wie auch bei anderen Feierritualen, möchte man ja Teil der Gemeinschaft sein und man hat nicht nur sich selber dort zu verteidigen, wenn man jetzt zum Beispiel so Bier- oder so Trinkrituale nimmt, sondern man verteidigt dann auch halt die Ehre, wenn man so will, der Gemeinschaft. Also wenn ich das dann nicht hinkriege oder bei mir schlecht wird, vorübergehend vielleicht auch nur, dann habe ich erstmal ein Problem. Wenn das Ritual vorbei ist, kann ich gerne halt auf die Toilette gehen und, und das zu viel getrunken und so, sozusagen wieder von mir sondern. Deswegen ja auch Ständenverbindungen in Deutschland zum Beispiel eine gewisse Einrichtung dafür haben, nennt sich Bierpapst, also ein installiertes Kotzbecken, wo man sich dann da wieder befreien kann. Ja, aber im Grunde geht es darum, das auszuhalten erstmal, also seine körperlichen Grenzen der Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen, wenn man es mal ein bisschen drastischer formulieren möchte, um eben diese Gemeinschaft zu vertreten oder je nach Ritual auch Teil des Ganzen zu werden. Im Vergleich zu früher beklagen ja heute viele Verbindungen einen Mitgliederschwund. Aus welchen Gründen, denken Sie denn, treten junge Leute heute überhaupt noch so Kooperationen bei? Ja, die Probleme schafft, glaube ich, eher mal die Verschulung für die Bologna-Reform seinerzeit in Bachelor-Masterstudiengänge. So heißen die zeitliche Beanspruchung der Universitäten ist höher geworden oder auch der Fachhochschulen. Deswegen der Mitglieder schon zu erklären wäre. Attraktiv sind die nach wie vor noch. Also eine gewisse Marktlücke gibt es ja nun mal, wenn man das von außen einfach mal so betrachten möchte. Allerdings fürs konservative Lager. Das muss immer dabei gesagt werden, dass die Leute, die da eintreten, nicht unbedingt jetzt irgendwelche linksliberal denkende Leute sind. Die gibt es vielleicht hier und da auch mal. Aber wenn ich mir angucke, je nach politischer Gestaltung hat, dann hat man bei FDP, CDU, CSU und so weiter natürlich viel, viel mehr Kooperierte als zum Beispiel bei den Linken. Also das sagt ja auch schon einiges aus. Und die, die da eintreten, kommen oftmals über Empfehlungen oder haben im Bekanntenkreis wen kennengelernt, irgendein Lehrer, der in der Verbindung war, der zu seinem Cousin das sagt halt irgendwie, wenn du nach Darmstadt gehst zum Studieren, dann guck doch mal bei der Verbindung XY vorbei. So was viel auf Empfehlung läuft, also aus dem konservativen Becken selber halt sich speist. Und wenn man die Milieus anguckt, sind es in der Regel auch tatsächlich konservativ Studierende, gilt übrigens genauso wie für die Frauenverbindungen, die es ja auch gibt, die dann dort eintreten, um letztendlich diesen Apparat der Kooperation, wenn man da durchlaufen ist, genau dieses konservative Denken nochmal schön zementiert halt dann wieder in die Gesellschaft, wenn ich dann an gewisse Positionen komme, dort dann auch wieder zurückgeben kann. Warum sind Sie denn damals, letzte Frage, aus Ihrer Verbindung ausgetreten? Oh, das war kein Aha-Erlebnis, das kann ich nicht behaupten, aber ich habe immer noch die Fähigkeit, das habe ich nach wie vor, dass ich mir manche Dinge so angucken kann, im Sinne von reflektieren, dass ich mal so tue, ich bin da jetzt gar nicht drin, sondern gucke mir von außen einfach mal an, was machen die da gerade eigentlich. Ne? Da sitzen dann alte Männer mit jungen Männern an Biertischen, mit Gesangbüchern, die auch eher altbacken sind. Da vorne steht ein 20-Jähriger, der Befehle gibt. Untereinander scheint da auch irgendwas zu laufen. Man trinkt Unmengen an Bier und fragt sich dann, was ist denn hier los? Ne? Also wenn man das schafft, eigentlich sich aus diesem Denken mal zu befreien, sich das von außen als sozusagen teilnehmende Beobachtung, sich das anzusehen, dann ist man auch in der Lage, halt einiges zu hinterfragen, was natürlich nicht vorgesehen ist in einer Ständenverbindung und hat dann vielleicht die Möglichkeit, dort wieder rauszukommen. Und die zweite Geschichte ist natürlich, dass ich zwar familiär da reingewachsen bin, also mein Vater ist in einer Studentenverbindung, mein Opa war in einer, mein Bruder ist in einer und so weiter. Bei mir merkt man, das ist auch eine traditionelle bzw. eine Familiengeschichte dahinter, weswegen ich da eingetreten bin. Und der Austritt hinterher ist natürlich, wenn man sich erlaubt, selbstständig zu denken und sich auch weiterentwickeln möchte, was ich an der Universität in diesem Fall in Marburg gemacht habe, dann war irgendwann der Punkt für mich halt zu sagen, mein Weltbild hat sich verändert. Das von der Studentenverbindung wird sich einfach nicht ändern. Die bleiben ja auch die Alten, die sie ja selber singen, ne, bis der Arsch auf Falten schlägt. Das heißt es jedenfalls in einem Gesang. Also wenn die sich nicht verändern, nützt es ja nichts, wenn ich mich verändert habe, zu sagen, jetzt sollen sie alle anderen ändern um mich rum. Das werden sie nicht tun. Und dementsprechend war für mich dann klar, dass ich dann gesagt habe, das passt nicht mehr, jedenfalls für mich nicht. Und dann bin ich ausgetreten. War aber ein Prozess, kein Aha-Erlebnis. Da interessiert mich dann doch noch, wie hat Ihre Familie denn darauf reagiert? Wie hat Ihr Vater reagiert?
Die haben Juhu geholt, ne? Nein, das war natürlich schon mit einem Fragezeichen versehen. Oder man, erstmal wird die Schuld außen gesucht für diesen Prozess, dass man sagt, ja, man wäre von irgendwelchen Professoren indoktriniert worden oder hätte Umgang mit irgendwie Leuten, die da anders denken. Das wird also einem selber nicht erstmal zugeschrieben, aber das wechselt sich dann aus. Also in dem Moment des Austritts war natürlich schon die Lage nicht ganz so einfach. Und mit der Zeit irgendwann, es geht nicht um Verständnis zu erwecken, sondern wie es oftmals in konservativen Familien auch üblich ist, wird sowas dann halt einfach in der allgemeinen, alltäglichen Besprechung, Familientreffen und so weiter ausgeklammert. Und dann kann man durchaus miteinander leben. Vielen Dank, Herr Peters, für das Teilen Ihrer eigenen Erfahrungen und für Ihre Einschätzung. Okay, vielen Dank.